die 17-jährige Erika musste ihr Kind per Kaiserschnitt zur Welt bringen. Sohnemann Aaron ist mittlerweile 2 Monate alt und wohlauf. Von Manuel, dem Vater des Kleinen, ist sie getrennt. Eine schwierige Situation für die jungen Eltern. Also, nach der Geburt hat sich eigentlich das ganze Leben verändert. Alles. Also ich denke mal, dass ich und der Manu eigentlich noch Kontakt haben, dann ist es wahrscheinlich sicher wegen Aaron eigentlich. Also der Aaron schweißt uns eigentlich noch enger zusammen. Sonst hätten wir wahrscheinlich nicht mehr wirklich Kontakt. Ich hab zwar schon gefunden, dass dann da noch rausgezogen ist, aber hab ich nicht ändern können. Leid oder dadurch viel nicht erlebt habe von Kleinen. Jetzt vorigen Montag ist sie wieder eingezogen. Dann haben wir gestritten, haben wir geredet für und ja. Jetzt passt sie das einigermaßen. Sie haben was planen. Wir sollten umgehen, wie können. Also mit Nahrung kommen wir super zurecht. Ich habe noch nie so ein braves Baby gesehen wie ihm. Er weint fast nie, er zwidert eigentlich so gut wie nie. Er ist ein extrem braves Kind. So. Eigentlich könntest du ihn ja wickeln. Ja. Dann schau dir zu. Warum das? Ob du alles richtig machst. Nee, du bist nur wieder. Wie oft hat er den Schaum pinkelt? Jedes Mal, fast. Also, mir hat er bis jetzt ein 2 Mal. Das haben wir ganz, ganz leicht. Hey! Was hab ich gesagt? Ja, ich find's nicht mehr witzig. Also, dass du bei mir machst. Nicht immer ist die Stimmung so locker wie jetzt. Vor allem Manuel trifft das Beziehungsaus hart. Ich glaube eher schon, dass es ihm ziemlich sogar wehtut. Aber dagegen kann ich leider auch nichts tun. Ich darf ihm zwar gern helfen, aber kann ich leider nicht. Im burgenländischen Pinkerfeld ist die 13-jährige Jungmutter Jasmin samt Töchterchen Stefanie gerade am Weg zu ihrer Schwiegerin Erika, um sie und ihren frisch gebackenen Aaron zu besuchen. Hallo. Hallo. Hi, servus. Hallo. Du schläfst. Er schläft ganz brav, ja. Also, wir treffen uns eigentlich ja schon häufiger. Jedes Mal, wenn ich oben bin, reden wir ja immer. Weil der Manuel eigentlich jeden Tag herum ist. Und verstehen tun wir uns eigentlich auch super. Die 17-jährige Erika sieht die 13-jährige Jasmin als erfahrene Mutter. Schließlich ist ihr Baby mit 4 Monaten, ja um 2 Monate älter, jedoch um einiges lauter. Also bei der Stefanie, die schreit ja extrem, wenn die Hunger hat. Also da bin ich echt froh, dass das meiner nicht macht. Von meinen höre ich fast den ganzen Tag eigentlich nichts. Nur wenn er wirklich mal extrem zittert an Doku oder aber sonst nie. Das ist brutal. Mama macht schon das Essen. So ist okay. Der Aaron ist wirklich viel ruhiger als Stefanie. Das stimmt, weil den merkst du nicht, da musst du nachschauen. Also, das ist schon anders. Das siehst du. Ist schon alles okay. Es ist ein Wahnsinn, wie ungeduldig kleine Kinder sein kann. Ich bin froh, dass sie Stefanie so ist, wie sie ist. Jeder mag es genau anders. Ich bin froh, dass sie so ist, dass sie sie mit, wenn sie was braucht. Habe ich noch nie wirklich so gehabt, das selber. Deswegen weiß ich gar nicht, was man da machen kann. Wie beruhigst du sie dann immer? Essen. Okay. Für mich war das von Anfang an total komisch, mit Jasmin über Babysachen zu reden. Sie ist immerhin doch 4 Jahre jünger wie ich. Aber mit einigen Sachen kennt sie sich besser aus. Also, ihre Tochter ist ja doch älter wie mein Sohn. Und da ist schon manchmal, dass ich bei verschiedenen Verhaltensweisen von Babys doch eher von ihr Tipps holen kann. Und es ist auch gut, dass wenn ich ein Problem habe oder so, dass ich zu Erika mal gehen kann und sie fragen kann, ob der Aaron vielleicht das auch gehabt hat und dass ich mir dann weiterhelfen kann. Die 17-jährige Erika und die 13-jährige Jasmin sind beide bereits stolze Mütter und haben eines gemeinsam, Manuel. Er ist Erikas Ex und Jasmins Bruder. Mutter? Und hier kommt Jasmins und Manuels Mama. Hallo. 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 Alles klar? Ja. Bei dir auch alles okay, mein Kleiner? Bei mir ist alles okay. Er schläft den ganzen Tag. Ja, wie immer.
Trotz der Trennung der beiden herrscht guter Kontakt. Eigentlich ist die Beziehung zu der Erika eigentlich normal. Ich kann mich nicht beschweren. Wenn sie irgendwas wissen möchte oder so, ruft sie mich an. Sie wollte auch zweimal bei mir schon. Also ich betrachte seine Familie genauso noch immer als meine Familie. Ich sag, deshalb bin ich immer noch Schwiegermama. Das ist Gewohnheit nach 2,5 Jahren. Ich gehe mir das glaube ich auch gar nicht anders an. Für Manuel und Erika dürfte es wohl keine gemeinsame Zukunft mehr geben. Dass Erika Manuel verlassen hat und auszog, traf die ganze Familie hart. Es war ein Riesenproblem. Und ich war ziemlich geschockt von Erika, dass sie das dann hat. Weil von mir und von Dominik hat es ein ähnliches Problem gegeben. Da waren wir da kurze Zeit auseinander. Und weil sie mir da geholfen hat und gesagt hat, das ist kein Guter. Und weiß nicht, da war ich eigentlich sehr geschockt, dass sie das dann hat. Aber es war halt nur der Schock. Ich habe nie was gegen sie gehabt. Aber es war halt schon schlimm, dass sie das dann hat. Und es war halt jeder. Böse auf sie. Aber seit sie jetzt wieder zurückgekommen ist und seit sie das gelegt hat, passt wieder alles. Ich bin da jetzt nicht auf ihr losgegangen oder irgendwas. Ich habe gesagt, sie werden sich schon zusammenraufen. Jeder muss wissen, was er mag. Da habe ich mich nicht viel reingemischt. Also, wenn wer was wissen hat wollen oder wenn er wen braucht hat, war ich da, habe ihm auch geholfen. Er ist auch öfter gekommen. Was kann ich machen? Was soll ich tun? Ich wüsste, also das ist einmal. Kleine Unstimmigkeiten gegeben hätte oder so, da wüsste ich nichts davon. Also in meiner Gegenwart nicht. Ja, und seit sie jetzt wieder da ist, war sie schon zweimal bei mir. Ich komme gut aus mit ihr. Schade auf jeden Fall, dass die Happy Family nicht mehr existiert. Also, ob die beiden noch mal zusammenkommen, weiß ich nicht. Ich hoffe, man es holt, dass wir wieder eine Familie werden. Dem Buben gegenüber, weil sie ist ja da bei ihrem wenigen Buben, was ich jetzt weiß. Aber vielleicht wird es ja wieder. Schauen wir mal.